Hallo Feld, da sind wir wieder. Und ich hab's mir endlich überlegt, was wir machen wollen. Schwuppdiwupp. Boah, was ist jetzt hier los? Frame-Einbrüche hier. Schwuppdiwupp. Wir laufen nach Morgentown. Und wir nehmen den Weg, den wir schon damals immer genommen haben. Damals, zu Fastnachtzeiten. Müsste ja bald wieder ein Fastnachtsumzug stattfinden. Vielleicht wieder in Helvetia, vielleicht wieder so ein spaßiger wie letztens. Nur diesmal eben mit besserer Grafikkarte bei mir. Von euch vielen Dank nochmal dafür. Und die Ruckelorgie wird diesmal hoffentlich nicht ganz so ruckelig. Und genau den Weg nehmen wir. Durch Helvetia, vorbei an Greg's Supplies, auf nach Morgentown und zwar zu Al. Wahrscheinlich werden wir uns hier noch etwas länger aufhalten in Helvetia, denn, wie man sieht, es ist was passiert. Es sind wieder welche zurück. Die Verbrannten sind da. Vielleicht finden wir noch einen Weihnachtsverbrannten. Sehr schön. Aus der Entfernung. Das ist besser. Die Armbrust ist besser als jedes Sniper-Ding. Fast. Okay, es dauert lange, bis die Pfeile da sind. Also, man muss schon. Oh. Man muss schon gucken, dass die direkt auf einen zulaufen, zum Beispiel. Oder stillstehen oder so. Es kommt direkt auf uns zu. Weil die Pfeile recht lange brauchen, um dort anzukommen. Wie hat er uns gesehen? Ihr habt doch gar nicht so gute Augen. Normalerweise. Oh, das wo schieße ich denn in letzter Zeit immer hin? Das passiert mir immer wieder. Ich will das gar nicht. Tut mir leid. Lieber wäre ein Kopfschuss, aber mit dem Pfeil hier, mit dem Bolzen, ist das ein bisschen schwierig, den Kopf zu treffen. Ihr habt ja auch so kleine Köpfe. Ihr müsstet alle rumrennen mit Riesenköpfen. Ja, dann werdet ihr auch einfacher zu treffen am Kopf. Ja, da unten der Kopf, der ist ja noch kleiner. Ja, das ist aber immer ein Versehen. Ausgerechnet da. Das kleinste Körperteil überhaupt wahrscheinlich. Gar nicht wahr. So, jetzt versuchen wir den Kopf zu treffen. Halt still, der hält ja nicht still. So, Kopf getroffen. Oh, der hält aber was aus. Der hat schon zwei Bolzen am Stecken jetzt. Was machen wir denn jetzt? Ja, erstmal in die Kirche. Jetzt kommen wir eben von dieser Seite. Erstmal gehen wir jetzt in die Kirche. Und gucken, dass wir unsere Bolzen natürlich wiederbekommen. Oder genau, Munition. Ah, die Sniper ist schon besser. Aber man kann ja richtig ranzoomen. Also ranzoomen. Es wird größer so ein bisschen. Nummer 1. Ich weiß das. Ihr könnt auch schießen. Und es ruckelt hier irgendwie. Ich weiß, dass ihr auch schießen könnt. Jetzt kommt raus. Hat er uns entdeckt? Hat sich angehört, wie als hätte er uns entdeckt. Ah, das war aber kein. Das ist aber auch gefährlich. Das war jetzt kein. Wir sind versteckt, Treffer. Und was ich gerade sagen wollte, das ist gefährlich. Das Ding schießt so weit. Wir können ja mal einen anderen Spieler aus Versehen treffen, oder? Ich habe jetzt gerade, habe ich gar nicht erkannt, war das einer? So ein Verbrannter oder war es keiner? Was hält der aus hier? Da rennt er einfach nicht weiter. Oh, unser Bolzen. Der war ganz neu. Na, endlich. Du Lump. Okay, das geht auch nicht so gut. Mann! Renn doch nicht so. Ja, toll. Da müssen wir jetzt hinrennen und den Bolzen holen soweit. Nur weil du dich hinter dem Baum unbedingt verstecken musst. Hilft das überhaupt? Hat dir das geholfen? Nein.
Dabei warst du doch schon so schön in der Kirche. Das war doch der richtige Ort für dich. Wärst du mal drin geblieben bei dem Wetter? Was für ein Blödsinn. Ich wundere mich selber manchmal darüber, was für ein Blödsinn da manchmal rauskommt. Da oben rennen Ghule rum, ja ganz toll. Ist das ein Ghul? Wild ist er auch noch, ja. Natürlich, die sind doch alle wild hier. Das ist wie im Wilden Westen mit Ghulen hier. Alle wild. Alle. Psst, psst. War da jemand? Ich will nur die Bolzen, ich will nur die Bolzen. Ah, das war die Mistgabel, die wollte ich gar nicht. Was haben wir denn? Durst und Hunger, ich merke das schon. Ah, da sind wir wieder am Looten. Hey, das ist aber mal was anderes. Meyerlurk-Fleisch hat uns jemand hier oben drauf gestellt. Das ist aber nett. Und, fliegen Fleisch auch hier. Diesmal kein, oh, Essen. Okay, diesmal aber kein, oh, noch mehr Katzenfleisch. Pff, was nicht diesmal? Ja, keine Camps diesmal. Sonst liegt hier öfter auch, hatten wir dort liegen, hatten wir öfter auch liegen dort. Hä? Ich meine, da lag auch manchmal Psycho. Die Mistgabel. Naja, die können wir verkaufen nachher. Was? Psst. Da ist er noch auf die Tür. Genau. Alles ganz relaxed. Ja, bis gleich wieder irgendwas passiert und dann ist das Geschreie wieder groß. Erstmal hätte ich gerne meine ganzen Bolzen zurück. Ich weiß gar nicht, warum wir unsere Bolzen nicht immer wieder zurückkriegen. Mann. Oh, das hatten wir auch. Ein paar Sachen, ich verstehe es nicht. Das ist neu dazugekommen. Ja, ein paar Sachen sind charaktergebunden, das verstehe ich nicht. Und dann so einige, von denen man gar nicht meint, so wie das hier. Auf einmal ist hier immer noch die Tür auf. Die sind dann wiederum nicht... Oh, Klebeband. Die sind dann wiederum nicht charaktergebunden. Vielleicht war aber auch vor uns jemand hier. Nein, das glaube ich nicht. Sonst wären nicht so viele Verbrannte hier gewesen. Okay, in Anbetracht der Lage sollten wir vielleicht doch auch... Na, was? Eine andere Waffe verwenden. Die Bolzen kriegen wir ja doch nicht immer zurück. Was seid ihr? Ich hab jetzt leider erst geschossen und dann wollte ich weiter hören, was du sagst. War zu spät. Du konntest nichts mehr sagen danach. Wir gucken mal nach den Kronkorken. Kronkorken da oben. Mal gucken. Wer? Erzähl, was ist mit euch? Na, was hat er denn? Ah, wir müssen da rauf, das dauert ewig, bis der... Verloren. Fort. Bis der auf die Idee kommt, hier unten mal zu gucken, das dauert ewig. Wir schleichen uns einfach nach oben. Ah!
Hat nichts mitbekommen, ist um die Ecke gegangen und war auf einmal tot. Das ist doch nett gemacht von uns, oder? Und wir bekommen unseren Bolzen zurück. Aber sonst ist hier so ziemlich alles... Das ist wieder nicht leer. Da waren wir nämlich vorher auch dran. Das ist gediegen. Aha, der Kronkorkenvorrat, der ist leer. Ja, ansonsten, es wird wohl auch hier alles Mögliche leer sein heute. Immer noch. Nur heute. Nur heute. Leute. Hey, lass mich vorbei. Irgendwas wollte ich hier noch rausholen. Ah, ein rotes Halstuch. Und wir haben das noch nie gesehen. Oh, bestimmt haben wir das jedes Mal eingesammelt. Da haben wir bestimmt die ganzen roten Halstücher her. Ach was, was wollte ich denn hier? Waffen brauchen wir nicht zu reparieren. Heute ist, geht keine Waffe kaputt bei uns. Aha. Gut, dass wir ihn zuerst gesehen haben. Ah, da sind überall Bäume davor. Nicht wir. Nicht ihr, wer denn? Ach, ihr seid vielleicht nicht wie ihr. Seid ihr nicht? Wo ist er? Der ist hinten wieder ins Haus. Ah, da ist aber wieder der Weihnachts... Der Weihnachtsverbrannte ist wieder da, irgendwo. Ist er wieder hier im Haus, in Freyas Haus? Dann wüssten wir ja, dass die immer da drin sind vielleicht. Naja, zwei von zwei Malen ist so gut wie immer. Warten oder reingehen? Na, reingehen. Hier drüben müssten aber eigentlich, da oben könnte auch noch einer rausgucken. Ja, wir gehen jetzt erstmal in Freyas Haus, ins Restaurant hier. Nee, die sind diesmal woanders. Also das würde mich auch wundern. Alles ist randomisiert, wie das hier spawnt und dann... Und das dann nicht, das wäre schon seltsam. Was heißt denn hier Vorsicht? Wieso Vorsicht? Hier ist doch keiner. Nee, die sind hier drüben diesmal. Das ist ja... Der Punkt zielt ganz woanders hin doch. Oh Mann. Ich weiß, wo der ist. Der ist oben. Oben hat er sich versteckt. Mit seinen Bimmeln. Da ist er ja. Hey, wie kannst du uns schlagen, wenn du schon tot bist? Oh, der hat das nicht mitgekriegt. Hat er erst später gemerkt, dass er tot ist. Nachtaktiv. Lederrüstung. Was kann die denn? Und wo ist dein Chef? Schadens- und Energieresistenz erhöhen sich bei Nacht und verringern sich am Tag. Ah ja. Nudelschale, ja, die nehmen wir mit. Und hier sind Blechdosen, die nehmen wir nicht mit. Aber Hundefutter in der Dose nehmen wir noch mit. Oh
Okay, da muss eigentlich der Oberchief Commander noch sein, irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Und ich möchte ihn auch nicht unbedingt suchen. Ja, die Sachen hier sind noch nicht. Ja, dann ist eben noch keiner vom B-Tester hier vorbeigekommen und hat die wieder aufgefüllt. Die können ja auch nicht den ganzen Tag nur uns hinterherrennen. Die haben ja auch andere Leute hier, die sie betreuen müssen und wo sie dann raus müssen und dann die Sachen wieder auffüllen müssen, wenn die da geplündert haben. So ist das nämlich. Ja, ich dachte. Das war mal in Fallout 4, wo die so eine Gammelkarle hatten, die da automatisch immer rumrennt und die Sachen wieder auffüllt überall. Die ganzen Behälter, die man da überall findet. Das ist hier anders. Das müssen die B-Tester-Mitarbeiter, das müssen die alle selber machen. Und meistens aus Kostenersparnisgründen nehmen sie da Praktikanten natürlich dafür. Wir suchen aber trotzdem den Weihnachtsmann noch. Ja, natürlich. Perfekt. Da ist der Weihnachtsmann. Ja, wir haben ihn gleich gefunden schon. Waren hier am Anfang nicht sogar zwei? Ja, es waren am Anfang zwei Weihnachtsmänner in Helvetia. Das fand ich sehr gut. Wow! Ist das? Der hat uns gar nicht gesehen. Der stand direkt. Cool. Der stand direkt vor uns und hat uns nicht gesehen. Brandachs des Fanatikers, nehmen wir mit. Wie ist der eigentlich durch die Tür gekommen, wenn die zu ist? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat er es geschafft. Manchmal, ich meine, das ist der Helfer vom Weihnachtsmann, Santa Claus. Der kann auch durch den Kamin und so. Der kann das fast alles, was der Weihnachtsmann auch kann. Das ist so bei dem. Der kann das eben. Und dann kann er auch durch verschlossene Türen manchmal gehen. Man meint, der macht das. Aber wahrscheinlich war das nur ein Zaubertrick. Aber ich denke, Zauberer können doch wirklich zaubern. Nein, das war ein Zaubertrick. Die können gar nicht zaubern. Ach was. Und bei Skyrim? Ja, bei Skyrim ist das was anderes. Das ist ja auch Special Effects alles. Nur. Echt? Ich glaube, das ist echt. Also wenn ich jemals so einem begegne, der sowas macht wie in Skyrim, so ein Drachenschrei, dann weiß ich nicht. Respekt. Respekt von wegen. Ich weiß ganz genau, wer dann rennen geht. Haben wir denn alle unsere Sachen wiederbekommen? Haben wir? Nein, wir haben die Weihnachtsmänner noch nicht gefunden. Hier waren zwei Helfer, aber keine Weihnachtsmänner. Und wir ver... Och was. Und wir verdursten hier mitten auf der Straße. Moment. Aufbereitetes Wasser und... Wir haben noch irgendwas zu essen hergestellt vorhin. Die laufen schon wieder hier rum. So schnell. Warum so schnell? Köterkeule. Das reicht doch erstmal für den Anfang. Nur trinken sollten wir noch ein bisschen was. Die Nudelschale bringt auch Flüssigkeit. Da, wo ist er denn hin? Wir sitzen hier mitten auf der Straße. Die meisten, die können überhaupt nicht sehen. Und dann haben wir dazwischen mal einen mit richtig guten Augen. Der konnte uns von da hinten, da kam der irgendwo her. Der hat uns von da gesehen und wir waren da oben versteckt. Da können wir nicht mal hingucken, so weit. Ja doch, sonst hätten wir ihn ja nicht getroffen, aber... Nö, der hat uns ja, der kam aus dem Haus doch vorhin, irgendwie am Anfang der Folge vorhin, als wir da oben noch waren. Da war das doch so. Hier war ja doch jemand, ja, da war ein B-Tester-Praktikant. Der hat hier die Sachen wieder aufgefüllt, die Türen wieder zugemacht und sowas alles. Da drüben diesmal aufgelassen die Tür. So. Dem Verbrannten wurde gezeigt, wo er warten muss. Das vielleicht die Verbrannten, das sind vielleicht die B-Tester-Praktikanten. Die müssen den ganzen Tag sich hier erschießen lassen.
Die haben vielleicht wirklich nur so eine eingeschränkte Sicht. Die dürfen sich wehren, aber auch nur mit ganz billigen Waffen. So machen die das bestimmt. Wir denken alle, die haben das. Das sind alles KI oder sowas. Ach, das ist alles Quatsch. Das sind alles Menschen, die dahinter stecken, die vom Bethesda bezahlt werden. Nee, Praktikanten werden nicht bezahlt. Ja, die dürfen, genau. Die Praktikanten dürfen das auch kostenlos machen. Weil sie so nett sind. Und weil sie lernen wollen gerne. Darf ich das nicht mitnehmen? Genau. Hier war aber jemand. Erinnert ihr euch? Wir haben nur einen genommen davon. Hier sind alle weg jetzt. Die Kronkorken-Sonnenbrille. Warum haben wir die noch nicht bei uns in der Kiste drin? Hier, Kronkorken-überschüssige Säure. Ja, sowas können wir wenigstens dann auch noch mitnehmen. Aber irgendjemand hat sich hier die anderen Futtersachen geholt. Und der Zucker ist auch weg hier. Seht ihr? Naja, dann läuft jemand rum, der sich eben Zucker und so nur die Rosinen aus dem Kuchen pickt. So geht's ja nicht. Wenn, dann muss man schon alles mitnehmen. So kann man nicht. Das ist nicht richtig. So kann man nicht plündern. Nochmal zurück zur Schule. Das Plündern nochmal neu lernen. So geht's nicht. Lass uns mal lieber über die Praktikanten weiter überlegen. Ja, genau. KI ist doch viel zu kompliziert. Da so eine. Außerdem, wenn KI denn überhaupt. Ich weiß auch nicht. Die werden. Die kriegen, wisst ihr, was die kriegen? Die kriegen die Augen verbunden und dann müssen sie nach Gehör arbeiten hier. Und das sind dann die verbrannten Praktikanten von, die Praktikanten von Bethesda sind nicht verbrannt. Aber, also die verbrannten Praktikanten, habe ich gesagt? Nein, die Praktikanten, die sind nicht verbrannt. Unser Dings ist auch weg hier. Das, ja, irgendein Praktikant hat das rausziehen müssen, damit das hier alles echt aussieht. Der Nächste, der kommt, sollte den Eindruck haben, er wäre zuerst hier gewesen. Aber wie Praktikanten so manchmal sind, ich war ja auch oft Praktikant, sehr oft sogar in meinem Leben. Ich habe mich immer so interessiert für alles. Da musste ich immer ein Praktikum erstmal machen. Ja, und was habe ich gerade gesagt? Ach so, ja, und die haben da nicht auch so viel Zeit, die Praktikanten? Die machen das dann manchmal? Ach so. Ja, und machen das so gut sie können, aber Menschen sind ja unterschiedlich. Der eine macht, also vielleicht auch nur nicht das, was er soll, sondern tut nur so, als würde er was machen. Was ich irgendwie merkwürdig finde. Aber habe ich auch schon kennengelernt. Sowas gibt es. Was hat das mit dem Praktikanten nochmal zu tun? Aha, Praktikanten. Ach so, ja richtig, die machen hier natürlich alles klar Schiff. Dass hier überall wieder Sachen rumstehen und so, die laufen dann hier rum. Ganz haarig wird's. Oh, das wird ganz haarig. Das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Wenn es wirklich mal zu so einem Surfer-Dings kommt, dass der Surfer ausgeschaltet wird, da bekommt man ja jetzt neuerdings da so eine, hat man fast schon immer am Anfang auch schon bekommen. Da bekommt man halt so eine Nachricht. In einer halben Stunde schaltet er aus. Aber darüber. Das ist eine andere Geschichte und darüber erzählen wir ein andermal, liebe Welt da draußen. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.